Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl, bei uns auf dem Kanal. Ich bin nach der Fahrt, nach dem Wochenende so ein bisschen geflasht, sprachlos, beeindruckt. Also es war schon echt Wahnsinn. Ich blende euch da ein paar Bilder ein, hier oder hier, wie wir da runtergefahren sind und wie wir dann dementsprechend das Ganze abgeladen haben. Also es war schon, war schon eine wilde Situation. Die Lager sind zwar, da ist einiges vor Ort schon, aber das wird alles ganz schnell geholt. Also allein in der paar Stunden, wo ich da war, kamen viele, viele ukrainische Damen mit Kindern, die dann ganz, ganz dringend irgendwas gebraucht haben. Kinder wegen Nahrungsmittel für ihre Kinder, Klamotten, Schuhe und so weiter. Also es war herzzerreißend. Und Gott sei Dank haben da auch alle gleich was gefunden. Also echt top und dafür ganz lieben Dank. Und drum immer wieder mein kleiner Spendenaufruf. Wir sammeln immer noch Sachspenden, hauptsächlich natürlich Verbandsmaterial, Nahrungsmittel, Konservendosen und so weiter. Alles, was haltbar ist, beziehungsweise was noch nicht abgelaufen ist von Lebensmitteln und auch Medikamente. Die können gern abgelaufen sein, weil die meist noch wesentlich länger haltbar sind. Die nehmen die auch. Verbandsmaterialien ganz dringend, weil natürlich in die ukrainischen Krankenhäuser ganz, ganz viel gebraucht wird für die Not- und Erstversorgung von Kriegsverletzten. Dann möchte ich euch kurz zeigen, was wir schon wieder alles an Spenden bekommen haben. Und dann will ich natürlich auch noch kurz in die Technik gehen, was wir gestern und heute alles hier bewerkstelligt haben, beziehungsweise was noch kommt. Und ich baue gerade bei einem Fahrzeug ein bisschen was ein. Da nehme ich euch kurzzeitig mit und erkläre euch kurz was dazu, damit ihr mal seht, was ich da immer meine mit den verschiedenen Begrifflichkeiten, was man da immer wirklich im Detail damit meint, weil wenn ich sage, Netzumschaltung, Kühlschrank ausschleifen, habe ich schon immer wieder die Anfragen gekriegt, hä, Kühlschrank ausschleifen, für was muss ich einen Kühlschrank ausschleifen, wenn ich einen Wechselrichter einbaue? Und das werde ich mal kurz erläutern und werde ich kurz zeigen. Und darum gehen wir jetzt, glaube ich, gleich oder legen wir gleich los. Wenn es euch interessiert, bleibt auf alle Fälle dran und dann ab in die Werkstatt. Ja, hier haben wir einen Karthago gemacht. Der hat zweimal Lithium bekommen, zweimal 100 Amperestunden von WCS. Dann haben wir da hinten nur einen Ladebooster montiert. Das sieht man jetzt alles nicht mehr, habe ich schon ziemlich zugemacht, weil das ist auch ziemlich eilig. Das Fahrzeug geht morgen wieder raus, darum mussten wir das heute fertig machen. Aber ein hübsches Fahrzeug. Ladebooster verbauen wir momentan wie verrückt, also das ist echt brutal. Wenn ich da in mein Regal schaue, da sind die schon wieder alle weg. Also ich habe hier oben eine ganze Litanei Booster stehen gehabt, jetzt habe ich schon bloß noch 1, 2, 3, 5 Stück. Muss man unbedingt nur Bestellung aufgeben, damit wir da wieder welche bekommen. Ja, was haben wir hier? Haben wir einen wunderschönen Knaus. Da hole ich euch gleich dazu, da möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und dann haben wir da draußen ein Hobby gemacht, der war ziemlich komplex vom Verbauen her. Da haben wir ja schon einen Teil, glaube ich, euch gezeigt. Den filme ich aber morgen nochmal separat ab, was wir da alles gemacht haben, weil der war ziemlich komplex oder schwierig zum Bauen, sagen wir es einfach mal so. Weil er sehr verbaut war, weil er sehr... Ja, Kabeldurchführungen waren schwierig, also das war echt heftig. Ja, hier ist der Tournee, den machen wir jetzt auch noch gar fertig. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und ja, jetzt sind wir mal hier beim hübschen Knaus. Und zwar, was kriegt der? Bitte nicht wundern, da drin schaut es natürlich aus wie Bombe. Bloß auch das wollte ich euch mal zeigen, wie wüst sowas ausschaut. Ihr seht, was man hier alles an Werkzeug braucht, permanent. Wir legen natürlich alles immer ab, damit hier nichts passiert. Hier waren drin zweimal AGM. Hier war drin ein Standardbooster von Schaut. Und wir verbauen jetzt hier einmal 150 Amperestunden Lithium, Ladebooster von WCS und einen Wechselrichter 2000 Watt von WCS. Und das ist natürlich schon
heftig viel Arbeit. Heftig viel Arbeit, weil man hier natürlich genau gucken muss bei der 230 Volt Verteilung, auf was man da alles achten muss, damit man das sauber anklemmt, die Kabel sauber legt, den Kabelkanal ziehen, hier nochmal einen separaten FI reinbauen, das ist unbedingt nötig, dann das Ladegerät umstellen und ausschleifen. Ausschleifen heißt, aus der üblichen 230 Volt Verteilung rauszunehmen, weil natürlich, wenn der Wechselrichter angeht, darf definitiv das Ladegerät nicht angehen. Warum darf das nicht angehen? Weil das ja totaler Quatsch ist, weil, jetzt stellt euch mal vor, ich schalte den Wechselrichter ein, der über die Batterie aus der 12 Volt Batteriespannung 230 Volt macht, schaltet das Ladegerät ein, um wieder die Batterie zu laden. Also wir verschwenden hier nur Energie, erzeugen irgendwas, aber definitiv nichts Gescheites. Also das ist den Strom im Kreis rumschicken mit viel Verlusten, also totaler Quatsch. Das darf auf keinen Fall sein. Dann müssen wir noch dazu den Kühlschrank ausschleifen. Was versteht man darunter? Ganz einfach. Die meisten Kühlschränke, gehen wir mal hier rein, sowie auch der hier, hat hier oben eine Automatikschaltung. Ne? Also denn wenn ich jetzt einschalten würde, kann jetzt nicht, weil er keinen Strom hat, kann ich den auf Automatik schalten. Das heißt, der geht mit Gas, mit 12 Volt und mit 230 Volt. Das heißt wiederum, wenn er auf Automatik steht, würde er ja automatisch auf 230 Volt springen, weil sich der Kühlschrank natürlich immer die effektivste Stromquelle oder Energiequelle sucht. Das ist 230 Volt Gas und dann am Schluss 12 Volt, wenn der Motor läuft. Also muss der auch raus, weil sonst wird natürlich Energie verbraten. Das wollen wir ja nicht, weil auf 230 Volt, der zieht richtig heftig Strom, macht überhaupt keinen Sinn, den auf 230 Volt laufen zu lassen. A, hat er einen ganz, ganz schlechten oder einen sehr schlechten Wirkungsgrad. B, braucht er viel Saft. Quatsch, geht die Batterie leer, dafür haben wir Gas. Also mit Gas hat er einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Und wenn wir ohne Landstrom stehen, soll er natürlich mit Gas laufen. Damit da aber kein Fehler passiert und der auf Automatik, wenn er auf Automatik steht, dann dementsprechend automatisch auf 230 Volt schaltet, sollte man dann eben genau dieses ausschleifen. Das heißt, wir müssen suchen, wo ist die Verteilung vor dem Kühlschrank. In dem Fall war sie hier, 230 Volt. Hier kommen viele 230 Volt Kabel zusammen. Da muss man dann suchen, welches ist das vom Kühlschrank. In dem Fall war es relativ einfach. Und dann zieht man das einfach raus. So, habe ich jetzt hier gemacht. Das ist jetzt das 230 Volt Kabel vom Kühlschrank. Und das werden wir jetzt wieder neu verlegen. Und zwar müssen wir jetzt gucken, dass wir von hier aus, und ich glaube, ich habe da auch schon einen Weg, von hier aus dann wieder da hinten in die Garage kommen und hier rauskommen, weil ich brauche das Kabel natürlich da. Mit dem Ladegerät zusammen wird es dann separat verschalten, damit beim Wechselrichter dementsprechend nur eine Netzumschaltung dementsprechend erfolgt, dass wenn das Fahrzeug am Landstrom hängt, nur dann haben Kühlschrank und Ladegerät Strom. Aber nur dann. Wenn er autark läuft und der Wechselrichter ansonsten an ist, hat er definitiv keine Stromversorgung. Weder das Ladegerät noch der Kühlschrank. Und das muss eben alles sichergestellt werden. Dazu müssen neue Kabel gezogen werden, muss das alles neu vergrimmt werden und muss alles sauber gemacht werden. Und das ist natürlich schon eine Riesenarbeit. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Dann ziehen wir jetzt hier nochmal zwei 70 Quadrat Kabel runter. Jetzt sagt man wieder, warum 70 Quadrat? Naja, wir haben hier 2000 Watt. Klar, ist nur eine kurze Strecke. Wir gehen aber immer auf Nummer sicher und werden das dementsprechend hundertprozentig safe machen, damit da auch wirklich nichts passiert und keinerlei Energieverluste dementsprechend da sind vom Kabelquerschnitt. Ja, hier ist eine Solarplatte verblaut, den schließen wir auch noch mit an. Ich weiß, den Regler kenne ich gar nicht. Ja, stört mir aber auch gar nicht. Aber was ich halt echt wieder spannend finde, ist,
Ihr seht die Kabelvergrümmungen, also das ist wieder so eine spannende Geschichte, wo ich sage, tak, tak. Also da auch mal dazu, die Dinger da mit dem Kunststoff dran, halte ich immer für, ja, das ist so aus dem Autozubehör, das sind so Hobby, ich nenne es immer so Hobby-Klemmen, die finde ich eigentlich nicht schön. Also effektiver finde ich da Klemmen einfach, wo man ein Kabel, einen Schrumpfschlauch drüber machen kann und das dann wirklich länger abisolieren kann, weil das Zeug bricht auch oft. Also bin ich immer gar nicht so begeistert und schaut auch optisch immer nicht wirklich so prickelnd aus. Aber gut, kann man machen, ist kein Problem. Aber sowas schaut halt einfach schöner aus. Sauberer, schöner und ja, egal. Ja, das machen wir hier jetzt. Bauen hier den Wechselrichter ein, den Ladebooster und dann sind wir hier auch wieder durch. Und ja, hier guckt es halt wirklich wüst aus, weil ich, ist natürlich schon ein bisschen Arbeit. Rausmessen, Kabel ziehen, Kabelkanal setzen und so weiter, alles umändern, da gehen schon die Stunden drauf. Das ist echt verrückt. Und morgen kommt dann schon wieder das nächste Fahrzeug und so geht es momentan Schlag auf Schlag. Alles nicht ganz einfach, weil auch noch dazu zwei Mann fehlen. Aber gut, steckt mir nicht drin, das ist halt einfach so. Aber auch das wollen wir irgendwie kompensieren. Muss halt ich abends ein bisschen länger bleiben und früh ein bisschen eher anfangen oder keine Ahnung, dann kriegen wir das schon wieder auf die Reihe. Dann wird es wieder. Ich bin immer noch geflasht. Ich sage immer noch ganz, ganz, ganz lieben Dank, Leute. Ich habe gerade wieder eine Riesenspende erhalten für unsere Ukraine-Fahrt beziehungsweise für unsere Flüchtlinge, wo wir da helfen, beziehungsweise für die Krankenhäuser in der Ukraine, die ganz dringend Medikamente und alles brauchen. Wir haben gekriegt Kindermasken, wir haben bekommen Babynahrung, Kindernahrung, Babynahrung. Wir haben bekommen Kochsalzlösung, etliches. Hier haben wir Windeln für kleine Baby und, ach Gott, schau mal, ein paar süße Stofftierchen. Echt schick. Wir haben hier bekommen jede Menge Verbandsmaterial, wo wir brauchen können. Also das sind, glaube ich, für Tropfer, genau, für die Kochsalzlösungen. Also echt mega, mega geil. Ganz, ganz lieben Dank. Auch hier haben wir eine Riesenkiste wieder bekommen. Darunter ist nochmal eine Riesenkiste. Also ihr seid echt spitze. Und bitte, bitte, bitte hört nicht auf damit. Also wir machen da wirklich konsequent weiter, da sich die Situation ja noch nicht wirklich verbessert hat. Wir brauchen bloß keine oder relativ wenig Kleidungsstücke, sondern eben einfach mehr Medikamente, Babynahrung und solche Geschichten, Lebensmittel, Konserven. Das sind Dinge, die aktuell echt ein Thema sind. Ich persönlich war ja am Samstag in der Ukraine, in Polen. Und wir haben die Sachen da runtergefahren und mit dem Camper Tobi. Und ich muss wirklich sagen, es waren schon erschütternde Bilder teilweise. Ja, was soll ich sagen? Es ist schon echt bedrückend, wenn man das alles so sieht. Wahnsinn. Und da wird mir eben auch mitgeteilt, dass Medikamente viel wichtig oder auch wichtig sind. Verbandsmaterial, gerade für die ukrainischen Krankenhäuser wird da ganz, ganz viel gefragt. Also, ganz, ganz lieben Dank für euren Einsatz. Ganz, ganz lieben Dank für jedes weitere Päckchen, was da kommt. Ich kann immer nur an meine kleine Aktion erinnern, wenn ihr nur irgendwo einen alten Verbandskasten habt von eurem Fahrzeug, kauft euch gerne einen neuen, schickt mir euren alten, nicht wegschmeißen, weil auch die abgelaufenen Dinge sind echt wichtig und dann werden wir das dementsprechend weiterleiten und dann auch darunter fahren. Ja, das war wieder einiges zu zeigen oder da war wieder einiges zu zeigen. Ich fand es mega spannend, euch auch mal, sag ich mal, so die ganze offene Geschichte zu zeigen, grob, was den Wechselrichter betrifft und wie wir das Ganze verbauen. Also echt
nicht erschrecken, manchmal schaut es halt einfach echt chaotisch aus. Aber das ist halt einfach so, wenn man am offenen Herzen operiert, dann schaut es halt dann mal nicht unbedingt immer schön aus. Aber wichtig ist ja das Endergebnis und dass danach wieder der Patient super gut laufen kann und alles wieder richtig funktioniert. Das ist die wichtigste Tatsache. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich möchte, da waren wir nämlich heute bei der Stadt Dinkelsbühl bei unserem Oberbürgermeister und hatte da auch ein sehr, sehr gutes Gespräch bezüglich unseres Eventes oder Events, was wir ja machen, unseren Campertreff. Und diesbezüglich, weil ich das eh schon länger vorhat, habe ich mir auch von unserem Bürgermeister nochmal das Go geholt, um mal ein Video zu machen über unsere Stellplätze, wo wir hier in Dinkelsbühl haben und auch so ein bisschen den Eindruck euch zu vermitteln, wie toll unsere Altstadt ist, weil das ist ja die schönste Altstadt Deutschlands, laut Fokus. Muss man ja immer ein bisschen aufpassen, aber sie ist halt tatsächlich einfach schön. Und ich habe mir einfach gedacht, da möchte ich euch einfach auch mal ein Stück mitnehmen und habe mir da natürlich auch so ein bisschen die Erlaubnis geholt von meinem Oberbürgermeister hier, damit wir das auch tun können, ohne Probleme. Nicht, dass ich da was mache oder was falsch sage, was er gar nicht so will. Und jedenfalls freue ich mich schon ganz arg drauf, auch die Seite mal euch zu präsentieren. Und dann natürlich die Vorbereitungen auf unseren Camper-Treffen sind auf Hochtouren und wird eine tolle Sache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich ganz herzlich über einen Kommentar von euch, über Anregungen von euch. Und eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar, um das vielleicht ein bisschen zu sondieren, wäre für mich wichtig, Solartest. Wenn ihr mir euer Feedback gebt, welche Berechnung ihr denn genau wollt. Weil immer wieder kriege ich eine E-Mail oder in den Kommentaren, oh, Ertrag Fläche, Ertrag Wattpeak, Ertrag das. Also welche Berechnungen wollt ihr alles? Und dann werde ich das mir nochmal zu Gemüte führen und werde dann die dementsprechenden Formeln dafür kreieren, damit diese Berechnung auch mitläuft, damit man da vielleicht dann guten Vergleich haben und dass das dann auch für euch alle so passt und für euch das dann interessant ist. So Leute, jetzt sage ich ciao, weil ich muss da hinten weiter Kabel ziehen und bleibt mal alle gesund. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo von euch und Entschuldigung, wir sehen uns im nächsten Video. Ganz lieben Dank, bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao.